Hallo, jetzt kommt ein Begriff aus der Vektorrechnung, auf den ich, wie man sieht, mich schon ganz besonders freue, nämlich die Linearkombination. Linearkombination ist der Begriff und ich freue mich da deshalb drauf, weil der wieder von der Sache her also unheimlich einfach ist. Vielleicht kommst du dir auch ein bisschen verarscht vor. Es ist aber nicht schwieriger als so, wie ich es zeige. Aber das, was daraus folgt, ist riesengroß. Es folgt ein eigenes Beweisverfahren, es folgt der Begriff der linearen Unabhängigkeit, es folgen Basen von Vektorräumen, es folgt und so weiter und so weiter. Das ist richtig toll. Dann, natürlich braucht man ein bisschen Gehirnschmalz noch, den man investieren muss, aber das kommt quasi aus diesem einen Begriff raus. Auf Gleichungssysteme kann man das auch anwenden, auf n, auf ja, Gleichungen, Gleichungssysteme mit n-Gleichungen und also mit beliebig vielen Gleichungen. Ich möchte den Begriff einfach zeigen, der eben sehr einfach ist. Wir haben einen Vektor, dargestellt durch diesen Pfeil. Diesen Vektor können wir multiplizieren. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com.